Augenzwinkern. Deutsch lernen. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Oh ja, danke. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt was auf Deutsch? Na, das da. Das da. Das ist eine Ansichtskarte. Der, die oder das? Wie bitte? Heißt es der Ansichtskarte oder die Ansichtskarte oder das Ansichtskarte? Es heißt die Ansichtskarte. Und wie schreibt man das? Wie bitte? Wie schreibt man das? Buchstabieren Sie bitte. ANSICHTSKARTE. Vielen Dank. Und das? Wie heißt das auf Deutsch? Was? Na, das da. Das ist eine Zeitung. Zeitung? Buchstabieren Sie bitte. Hören Sie mal, ich bin Verkäuferin, bin kein Wörterbuch. Wörterbuch? Heißt es der, die oder das Wörterbuch? Augenzwinkern. Sekretärin gesucht. Also, Sie möchten hier arbeiten. Was können Sie denn? Ich kann sehr gut schwimmen, tauchen und surfen. So? Ja. Und ich spiele Klavier und singe auch sehr schön. Aha. Kochen ist auch kein Problem. Ich kann fantastisch kochen. Wirklich? Natürlich kann ich auch Tennis spielen und reiten. So, so. Und wie schnell können Sie Briefe schreiben? Briefe schreiben? Ja, Briefe schreiben. Sie können doch Briefe schreiben. Leider nein. Und Sie? Ich? Natürlich kann ich Briefe schreiben. Prima. Dann teilen wir die Arbeit. Ich schwimme, reite und spiele Tennis und Sie schreiben die Briefe. Augenzwinkern. Möbeltrödel. Guten Tag. Ich brauche ein... Verzeihung, was brauchen Sie? Ich brauche ein... Brauchen Sie vielleicht einen Tisch? Nein, danke. Ich brauche keinen Tisch. Ich brauche ein... Ah, einen Stuhl. Brauchen Sie einen Stuhl? Nein, ich brauche keinen Stuhl. Ich möchte ein... Möchten Sie ein Bett kaufen? Nein, nein, ich brauche kein Bett. Ich suche ein... Suchen Sie eine Lampe? Nein, ich brauche auch keine Lampe. Ich brauche ein... Brauchen Sie ein Taschentuch? Nein, danke. Ich brauche Luft. Auf Wieder... Augenzwinkern. Rechts, links, geradeaus. Bitte entschuldigen Sie, ich habe Kopfschmerzen. Gibt es hier eine Apotheke? Ja, es gibt eine Apotheke im Bahnhof. Das ist nicht weit. Und wie komme ich dahin? Das ist ganz einfach. Gehen Sie geradeaus bis zur Kirche, dann rechts und nach der Ampel die zweite Straße links. Da ist eine Apotheke im Bahnhof. Vielen Dank. Also, ich gehe jetzt geradeaus bis zur Ampel und dann rechts bis zum... Nein, geradeaus bis zur Kirche und dann rechts bis zur Ampel. Ach ja, und dann ist die Apotheke links neben dem Bahnhof. Nein, die Apotheke ist im Bahnhof. Aber Sie müssen zuerst bis zur Ampel gehen. Ach ja, und dann gleich rechts. Nein, nein, dann die zweite Straße links bis zum Bahnhof. Da ist die Apotheke. Natürlich, bitte entschuldigen Sie. Meine Kopfschmerzen. Also ich gehe jetzt zur Ampel neben der Kirche und dann... Nein, 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 Sie gehen zuerst geradeaus bis zur Kirche. Dann rechts und nach... Natürlich, natürlich, tut mir leid. Dann... Nach dem Bahnhof bis zur Ampel. Nein. Bitte, kommen Sie mit. Wohin soll ich mitkommen? Zur Apotheke. Ich habe jetzt auch Kopfschmerzen.
Augenzwinkern. Der Traummann. Ich muss immer daran denken. Das war so schön. Was denn? Erzähl doch. Also, gleich morgens, da hat mein Mann Kaffee gekocht und das Frühstück gemacht. Das ist ja nett. Und dann hat er die Wohnung aufgeräumt. Wirklich? Ja. Die Wäsche hat er auch gewaschen. Was? Das hat mein Mann noch nie gemacht. Mittags hat er ganz alleine gekocht. Und das Geschirr? Hat er gespült und dann die Küche geputzt. Unglaublich. Und dann ist er zum Supermarkt gefahren und hat eingekauft. Toll. Ich muss immer alleine einkaufen. Er hat auch einen Blumenstrauß für mich mitgebracht. Wie süß. Und abends hat er Kerzen auf den Tisch gestellt. Oh, wie romantisch. Dann hat er eine Flasche Champagner geholt und meine Lieblingsmusik angemacht. Dein Mann ist ja ein Traum. Habt ihr auch getanzt? Das weiß ich leider nicht. An dieser Stelle hat der Wecker geklingelt und ich bin aufgewacht. Augenzwinkern. Fröhliche Weihnachten. Und, was sagst du? Gefällt dir die Krawatte? Ja, vielen Dank. Sie gefällt mir sehr gut. Gefällt sie dir wirklich? Ja, natürlich. Nur die Farben, die sind vielleicht ein bisschen zu bunt. Oh, aber das Hemd gefällt dir doch, oder? Oder ist es dir zu groß? Nein, nein, es passt mir gut. Das Hemd ist sehr bequem. Vielen Dank. Es ist dir wirklich nicht zu groß. Du kannst es mir ruhig sagen. Naja, es ist mir vielleicht ein bisschen zu groß. Aber wirklich nur ein bisschen. Das sind ja fröhliche Weihnachten. Die Krawatte ist dir zu bunt und das Hemd ist dir zu groß. Nein, nein, deine Geschenke sind sehr schön. Wie findest du denn deinen Bademantel? Er ist toll. Vielen Dank. Gefällt er dir wirklich? Ja, er gefällt mir sehr gut. Nur... Was nur? Er ist dir zu klein, oder? Aber nur ein bisschen. Nun sei wieder fröhlich. Es ist doch Weihnachten. Ja. Wir machen es einfach wie immer. Was meinst du? Was machen wir wie immer? Nach den Feiertagen gehen wir in die Stadt und tauschen alles um. Oh ja, wir tauschen alles um. Wie immer. Fröhliche Weihnachten, Liebling. Augenzwinkern. Durstprobleme. Guten Abend, mein Herr. Haben Sie einen Wunsch? Ja, ich möchte etwas trinken. Natürlich, sehr gern. Vielleicht ein Bier? Ein Bier? Ich weiß nicht. Wenn ich Bier trinke, werde ich immer gleich müde. Möchten Sie dann lieber ein Glas Wein? Wein ist gut, aber wenn ich Wein trinke, bekomme ich immer Kopfschmerzen. Dann nehmen Sie doch ein Mineralwasser, mein Herr. Nein, Mineralwasser mag ich nicht. Das trinke ich nie, weil es mir nicht schmeckt. Wir haben natürlich auch Saft, Limonade oder Cola. Auf keinen Fall Cola. Wenn ich abends Cola trinke, kann ich nicht schlafen. Dann einen Saft? Wir haben Apfelsaft, Orangensaft, Tomatensaft. Saft trinke ich sehr gern, aber nur zum Frühstück. Ach so. Aber was kann ich Ihnen dann bringen? Ich weiß nicht. Sie haben ja nichts. Ich bitte Sie, mein Herr. Wir haben Bier, Wein, Wasser, Cola, Limonade, Säfte. Dann nehme ich vielleicht doch ein... Bier. Sehr gern. Ich bringe es Ihnen sofort. Nein, warten Sie. Wenn ich Bier trinke, werde ich immer gleich müde. Aber Wein geht auch nicht, weil ich dann... Augenzwinkern. Ein Bett, um zu schlafen. Gefällt Ihnen das Bett? Liegen Sie bequem? Oh ja, ich liege sehr bequem. Damit es noch bequemer wird, drücken Sie bitte diesen Knopf. Hier? Ja,
Das ist der Knopf, um das Kopfende höher zu stellen. Ja, herrlich. Das ist noch besser. Um auch das Fußende anzuheben, müssen Sie nur hier drücken. Wunderbar. Es gibt auch eine Massagefunktion. Ist es gut so? Ich kann es Ihnen auch stärker oder schwächer stellen. Nein, danke. Es ist wundervoll so. Ich lasse Sie kurz alleine, damit Sie das Bett richtig ausprobieren können. Vielen Dank. Habe ich Sie aufgeweckt? Das tut mir leid. Nein, nein, das macht nichts. Ich muss jetzt auch aufstehen. Meine Mittagspause ist gleich zu Ende. Möchten Sie noch ein Bett ausprobieren? Unser Angebot ist groß. Nein, danke. Dieses Bett ist ideal. Und es ist sogar ein Sonderangebot. Es kostet nur 950 Euro. Vielen Dank, aber ich habe nicht vor, das Bett zu kaufen. Nein? Gefällt es Ihnen denn nicht? Doch, doch, das Bett ist herrlich. Ganz ideal für meine Mittagspause. Passen Sie bitte auf, dass es morgen wieder frei ist, ja? Augenzwinkern. Reine Geschmackssache. Mama, was ist denn los? Warum hast du diesen doofen Hut auf? Ich war gerade bei einem neuen Friseur. Ja und? Eine Katastrophe. Was ist denn passiert? Er sollte mir braune Haare mit blonden Strähnchen machen. Na und? Du hast doch immer dunkle Haare und helle Strähnchen. Ja, aber er hat die falschen Farben genommen. Jetzt habe ich rote Haare mit grünen Strähnchen. Ach ja? Konnte der Friseur die Farben denn nicht mehr ändern? Nein, so schnell geht das nicht. Das macht die Haare kaputt. Dann wartest du eben noch ein bisschen. Ja, ein paar Tage muss ich mindestens warten. Und wie lange willst du den schrecklichen Hut tragen? Setz ihn doch bitte endlich ab. Lieber nicht. Ich möchte nicht, dass mich jemand so sieht. Quatsch! Es ist doch niemand da. Na gut. Und? Was sagst du? Nicht zu glauben! Das ist ja extrem! Ja, total extrem. Ich sehe aus wie ein Papagei. Genau! Die grünen Strähnchen sind der Hit, Mama! Bitte, bitte, darf ich auch zu diesem tollen Friseur gehen? Augenzwinkern. Alles klar. Hast du dich ordentlich gewaschen? Klar. Hast du dir auch die Zähne geputzt? Klar. Und was macht der Hund hier? Du weißt doch, dass Bernie nicht ins Bad darf. Klar, aber Bernie muss doch auch saubere Zähne haben, sonst bekommt er Zahnschmerzen. Jetzt hör mal, Hunde können sich nicht die Zähne putzen. Klar, deshalb habe ich das ja auch gemacht. Was hast du gemacht? Du hast ihm die Zähne geputzt? Klar. Doch nicht etwa mit deiner Zahnbürste? Natürlich nicht, meine Zahnbürste ist doch viel zu klein. Ich habe Papas Zahnbürste genommen. Was? Das geht doch nicht. Zahnbürste und Zahnpasta sind für Menschen und nicht für Hunde. Klar, deshalb habe ich auch Marmelade genommen. Marmelade? Du hast ihm die Zähne mit Marmelade geputzt? Klar, Marmelade mag er gern und mir schmeckt sie auch viel besser als Zahnpasta. Augenzwinkern. Bettlektüre. Was liest du denn da? Einen Krimi. Ist das spannend? Ja, total spannend. Aber nichts für dich. Du hast ja immer gleich Angst. Ich habe keine Angst. Das ist doch alles nur erfunden. Lies mal was vor. Wirklich? Na gut. Es war schon lange nach Mitternacht, aber sie schlief noch nicht. Das Mondlicht fiel durch das Fenster in ihr Zimmer. Draußen rief ein Nachtvogel. Oh, ist sie etwa allein zu Hause? Ja klar, hör zu. Sie sah, dass der Mond hinter einer Wolke verschwand. Jetzt war es völlig dunkel im Zimmer. Warum macht sie denn kein Licht an? Jetzt unterbrich mich doch nicht immer. Neben ihrem Bett klingelte das Telefon.
und sie nahm langsam den Hörer ab. Wer ruft denn mitten in der Nacht an? Warte! Der Anrufer schwieg, aber sie hörte ein unheimliches Lachen. Das ist bestimmt der Mörder! Dann brach die Verbindung ab. Sie nahm eine Taschenlampe in die Hand und ging zum Fenster. Oh nein! Ist der Mörder schon vor dem Haus? Bestimmt, was denkst du denn? Siehst du, jetzt hast du doch Angst. Nein, ich hab kein bisschen Angst. Aber komm doch bitte zu mir und mach bloß nicht das Licht aus. Augenzwinkern. Wieder ein schöner Urlaub. Erzähl doch mal von deinem Urlaub. Wo wart ihr denn? Wir waren in Österreich. Oh, wie schön. Ja, an dem Ort, wo wir immer hinfahren. Ach, an dem Ort, wo ihr immer hinfahrt. Hattet ihr denn ein schönes Hotel? Ja, wir waren in dem Gasthof, in dem wir immer wohnen. Ach, in dem Gasthof, in dem ihr immer wohnt. Dann wart ihr sicher zufrieden. Ja, wir hatten auch wieder das Zimmer, in dem wir immer übernachten. Ach ja, das Zimmer, in dem ihr immer übernachtet. Und das Essen, war es gut? Ja, sie haben noch dieselbe Speisekarte, von der wir seit 20 Jahren essen. Wirklich? Dieselbe Speisekarte? Waren denn auch nette Leute da? Ja, wir haben dieselben Leute getroffen, mit denen wir dort immer zusammen sind. So, dieselben Leute. Sicher habt ihr da noch etwas unternommen? Ja, haben dieselben Ausflüge gemacht, die wir immer machen. Und wollt ihr nächstes Jahr wieder dahin fahren? Natürlich. So ein Urlaub ist immer eine schöne Abwechslung. Augenzwinkern. Gedankenspiele. Oh, schau mal da, der schöne Schmuck. Die Kette da hinten, die ist toll. Oh ja, die wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk für dich. Du willst mir Schmuck zum Geburtstag schenken? Naja, ich dachte nur gerade so, über diese Kette würdest du dich doch freuen, oder? Natürlich, darüber würde ich mich sehr freuen. Oder könnte es auch diese hier sein? Die ist aus Gold. Und sieht fantastisch aus. Die würde ich jeden Tag tragen. Dann hättest du also gern so eine goldene Halskette? Natürlich, klar. Und diese hier mit den Diamanten? Wie würde dir die gefallen? Die mit den Diamanten? Spinnst du? Die ist doch viel zu teuer. Ja, leider. Und für die goldene Kette habe ich leider auch kein Geld. Warum hast du mich denn dann gefragt? Weil ich dir am liebsten den ganzen Schmuck schenken würde, wenn ich Geld hätte. Du bist lieb. Dann würde ich dir einen Porsche schenken, wenn ich Geld hätte. Oder hättest du lieber ein Ferrari? Augenzwinkern. Eine neue Wunderdiät. Diese Diät ist furchtbar. Willst du wissen, was ich heute gegessen habe? Wahrscheinlich mehr als ich. Ich hatte nur einen Becher Joghurt. Lecker. Ich hatte Salat mit Karotten. Kannst du dich noch erinnern, wie ein Stück Kuchen schmeckt? Hör bloß auf. Manchmal frage ich mich, warum wir uns so quälen. Es ist eben so. Eine gute Figur bekommt man nicht geschenkt. Ob wir mal eine Null-Diät probieren? Da nimmt man ganz schnell ab. Was meinst du? Null-Diät? Das ist ja noch schlimmer. Schau mal, da winkt dir jemand. Das ist eine Bekannte. Sie holt ihren Freund ab. Die hat ja eine tolle Figur. Oh ja, kein Gramm zu viel. Da fragt man sich, warum das Leben so ungerecht ist. Wieso ungerecht? Sicher trainiert sie jeden Tag ein paar Stunden. Weißt du, an welchen Geräten sie übt? An gar keinen. Sie hasst Sport. Wirklich? Unglaublich. Dann frage ich mich, welche Wunderdiät sie kennt. Die beste, die du dir vorstellen kannst. So? Welche denn? Willst du das wirklich wissen? Sie lebt von Pizza, Hamburgern und Schokolade. Augenzwinkern. Auf der Baustelle. Hey, der Lastwagen ist da. Die Steine müssen ausgeladen werden. Ach ja, ich gehe gleich. Die Fenster sind auch gekommen. Die können in den ersten Stock gebracht werden. Ja, das mache ich nachher.
Und vergiss den Briefkasten nicht. Der soll neben der Haustür montiert werden. Ja, neben der Haustür. Wenn du damit fertig bist, muss das Garagentor repariert werden. Sonst noch was? Ja, dann müssen die Kellertüren eingesetzt werden. Alles klar, die Kellertüren. Danach bringst du die Papiere hier zum Chef. Die sollen heute noch abgerechnet werden. Das soll alles ich machen? Und was machst du, wenn ich fragen darf? Ich mache Pause. Das muss ja auch mal gemacht werden. Augenzwinkern. Ein guter Witz. Gestern habe ich einen Witz gehört. Den muss ich dir unbedingt erzählen. Oh ja, erzähl ihn mir. Hör zu. Kommt eine Frau in ein Schuhgeschäft und zieht ihre Schuhe aus. Der Verkäufer nimmt sie ihr weg und... Und das, den kenne ich schon. Den kennst du schon? Warte, ich weiß noch einen. Geht eine Mutter mit ihrem Kind in die Stadt und das Kind sieht ein rotes Fahrrad. Die Mutter kauft es ihm, weil... Du brauchst nicht weiter zu erzählen, den kenne ich auch schon. Oh, wirklich? Pass auf. Geht eine Sekretärin zu ihrem Chef und will ihr Arbeitszeugnis sehen. Der Chef zeigt es ja, ihr und... Ja, den kenne ich auch. Gut, letzter Versuch. Treffen sich zwei Männer. Der eine will dem anderen dauernd einen Witz erzählen, aber der hat sie alle schon mal gehört. Oder kennst du den auch? Nein, den kenne ich nicht. Das dachte ich mir. Warum? Ich kenne ihn auch nicht. Aber er fängt doch gut an, oder? Das Mädchen im Zug. Langsam fährt der Zug los. Edgar Staub sieht auf die Uhr. 6.50 Uhr. Wenigstens ist der Zug pünktlich. So ist er genau um 12 Uhr in Brüssel. Er kommt rechtzeitig zu der Konferenz. Wie immer. Er stellt eine Keksdose auf das Tischchen. Sein Frühstück. Er nimmt einen Keks und dann noch einen. Er fährt nicht gern Zug. Das kostet viel Zeit und ein guter Politiker hat keine Zeit. Also nimmt er normalerweise das Flugzeug. Das Parlament und sein Büro sind in Brüssel, aber seine Familie wohnt immer noch bei Stuttgart. Also kann er nur am Wochenende zu Hause sein. Diese Situation ist nicht sehr angenehm. Seine Frau ist immer alleine und auch für seine beiden Töchter hat Edgar Staub fast keine Zeit. Denn auch zu Hause muss er arbeiten. Abends ist er dann sehr müde und sitzt am liebsten vor dem Fernseher. Mein Gott, das Leben eines Europapolitikers ist leider so. Heute muss Edgar Staub den Zug nehmen. Probleme am Flughafen. Die Piloten streiken. Zum Glück hat er sein Notebook. Er kann die Zeit nutzen und den Text weiterschreiben. Seine Rede im Parlament. Zwischen 10 und 12 Uhr will er dann einige Kollegen anrufen und E-Mails tippen. Edgar Staub nimmt noch einen Keks und schaltet den Computer ein. In diesem Moment geht die Tür auf. Ein junges Mädchen mit einem großen Rucksack kommt herein. Sie grüßt freundlich und setzt sich ans Fenster. Edgar Staub beginnt zu arbeiten. Wohin fahren Sie denn? Nach Brüssel. Aha. Und was schreiben Sie da? Eine Rede. Aha. Dann sind Sie vielleicht ein Politiker? Ja, das bin ich. Edgar Staub sieht das Mädchen kurz an. Sympathisch, aber ein bisschen unfrisiert, findet er. Und ihre Hose ist auch kaputt. Zum Glück sind seine Töchter nicht so. Die sind sicher immer sehr ordentlich. Oder? Er denkt einen Moment nach. Da muss er mal seine Frau fragen. Sagen Sie mal, was macht denn ein Politiker den ganzen Tag? Oh, ein richtiger Politiker hat immer ein volles Programm. Heute zum Beispiel ist so ein typischer Tag. Am Morgen die Korrespondenz, um 12:30 eine wichtige Pressekonferenz,
nachmittags diese Rede im Parlament und danach ein Arbeitsessen mit Kollegen. In diesem Moment hält der Zug. Die nächste Station, Karlsruhe. Das muss anstrengend sein, richtig stressig. Ja, das ist ein harter Beruf. Deshalb muss alles genau geplant sein. Zeit ist Geld. Organisation ist alles. Dann hat man auch Erfolg. Aha. Und wenn etwas passiert? Es passiert nichts, wenn alles gut organisiert ist. Edgar Staub lächelt und bietet dem Mädchen einen Keks an. Nein, danke. Ich habe gerade gefrühstückt. Sie sieht aus dem Fenster. Immer noch der Bahnhof von Karlsruhe. Was machen Sie denn? Ich habe ein Interrail-Ticket und fahre einen Monat durch Europa. Aha. Und was steht auf dem Programm? Naja, mal sehen. Ich habe ja viel Zeit. Ich möchte gerne die großen Städte sehen. Zuerst Amsterdam und dann vielleicht Paris und London und vielleicht noch Berlin. Edgar Staub versteht nicht. Vielleicht Paris. Was soll das heißen? Nun, ich weiß es noch nicht genau. Mal sehen. Aber Sie müssen doch einen Plan haben. Sie müssen sich doch über Fahrpläne informieren und dann eine exakte Route machen. Ein Tag Amsterdam, dann Paris, zwei Tage Paris und so weiter. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe, aber... Was aber? Ich will gar nicht so genau planen. Aber das ist doch toll. Einen Plan haben und ihn dann realisieren. Und viel effektiver. Sie sparen Zeit und sitzen nicht so lange im Zug. Das ist doch verlorene Zeit. Nein, das finde ich nicht. Im Zug hat man endlich Zeit zum Lesen oder man lernt interessante Leute kennen. Man schläft eine Nacht und wacht in einem anderen Land auf. Ich kann aussteigen, wo ich will und fahre weiter, wann ich will. Das gefällt mir. Es gibt eine kleine Pause. Sind Sie schon einmal im Hyde Park gewesen? Mhm. Und im Louvre? Nein, auch nicht. Wissen Sie, ich bin beruflich manchmal in Paris und London. Aber da bleibt für Spaziergänge und Museen einfach keine Zeit. Er zeigt auf die Keksdose. Sie sehen ja, ich habe nicht mal Zeit, ordentlich zu frühstücken. Schade. Naja, ich freue mich schon. Edgar Staub beißt in den letzten Keks. Er sieht aus dem Fenster. Der Zug steht immer noch in Karlsruhe. Schon seit 20 Minuten. Was ist denn hier los? Das ist doch nicht normal. Warten Sie, ich frag mal. Sagt das Mädchen und steigt aus dem Zug. 5 Minuten später ist sie wieder zurück. Ein technischer Defekt. Der Zug kann wahrscheinlich erst in 2 oder 3 Stunden weiterfahren. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ist doch nicht so schlimm. Jetzt können Sie wenigstens in aller Ruhe einen Kaffee trinken. Sie nimmt ihren Rucksack. Ich steige aus. In 10 Minuten fährt ein Zug nach Paris. Auf Wiedersehen. In der Tür dreht sie sich noch einmal um. Ach ja, und viel Erfolg mit Ihrer Rede. Was ist denn das Thema? Progression durch Präzision. Sagt Edgar Staub leise und ein bisschen blass im Gesicht. Der Besuch. Sie können aber gerne eine Nachricht hinterlassen. Hey Jörg, ich habe deine Nachricht gehört. Mensch, klar kenne ich die noch. Wir sind doch Cousins oder Großcousins, egal. Du kommst also am Wochenende nach Berlin. Prima, ich bin hier. Und abends habe ich auch Zeit. Ruf einfach an. So ab 18 Uhr, ne? Da bin ich meistens zu Hause. Dann treffen wir uns. Wie heißt dein Hotel? Ich kann dich dort gerne abholen. Dann trinken wir ein paar Bier und sprechen über alte Zeiten. Wir haben doch immer Fußball gespielt im Garten von Tante Rosa. Stundenlang. Und danach Limo und Kuchen auf der Terrasse. Und die lustigen Streiche mit den Mädchen. Weißt du noch? Das war klasse. Sie können aber gerne eine Nachricht hinterlassen. Hallo Jörg, ich bin es. Ich habe deine Nachricht bekommen. Du hast also für Samstag noch kein Hotel. Kein Problem, da bin ich Experte.
Mein Tipp ist das Fitz in der Einfallstraße. Die Nummer findest du im Internet. Die Fußballkarten für den Abend kann ich organisieren. Dein Traum, einmal im Olympiastadion. Du bist also immer noch ein Fan, ha? Klar, ich komme auch mit, logisch. Der Spaß ist nicht ganz billig, aber die Atmosphäre ist echt super. Wie lange bleibst du in Berlin? Und was hast du vor? Kommst du beruflich oder ist das ein Kurzurlaub? Sie können aber gerne eine Nachricht hinterlassen. Jörg? Bist du da? Hallo? Hallo? Nein? Ach, Junge, du bist ja nie zu Hause. Aber gut, ich ja auch nicht. Mit dem Hotel gibt es also Probleme. Samstag, klar, und das Fußballspiel. Aber sicher kannst du eine Nacht hier schlafen. Ich habe kein Gästezimmer, aber ein Sofa im Wohnzimmer. Das ist okay, kein Problem. Die Karten habe ich auch. Ganz schön teuer, lieber Mann. Aber du bist ja nur einmal hier und privat also. Familienbesuch. Sag mal, haben wir noch Familie hier? Das ist ja interessant. Oder ist das die Familie deiner Mutter? Sie können aber gerne eine Nachricht hinterlassen. Jörg, hör mal, kannst du nicht mal abends anrufen? Und wann bist du zu Hause? Ich möchte mal direkt mit dir sprechen. Das Hotel ist also voll bis Dienstag, sagst du. Und alles so teuer. Ja, das stimmt. Naja, theoretisch geht es, aber weißt du, die Wohnung ist wirklich sehr klein und das Sofa nicht sehr bequem. Warum fragst du nicht zuerst deine Familie? Vielleicht hat sie mehr Platz. Fragen kostet ja nichts, ne? Sie können aber gerne eine Nachricht hinterlassen. Jörg? Jörg? Bist du da? Das kann doch nicht wahr sein. Du musst doch mal zu Hause sein. Also du hast keine Familie in Berlin. Die Familie bin ich. Okay, ich verstehe. Hm? Von Samstagnachmittag bis Dienstag also. Und mit einer Freundin. Naja, das Sofa für zwei. Ich weiß nicht. Ja? Aber gut, egal, wie du willst. Einverstanden. Hm? Sie kann dann auch meine Karte haben. Gerne. Ich muss das Spiel nicht sehen. Ich kann jede Woche gehen. Ich habe auch genug Arbeit. Wirklich. Kein Problem. Aber ruf mich bitte nochmal an. Und abends bitte. Abends. Verstehst du? Abends. Sie können aber gerne eine Nachricht hinterlassen. Hallo? Hallo? Jörg? Hörst du mich? Schon wieder weg? Mensch. 16.37 Uhr ist nicht abends. Du, wir müssen noch mal sprechen. Sofort. Hörst du? So geht das nicht. Deine Freundin mag keinen Fußball und für dich ist das Spiel auch nicht so wichtig. Ihr wollt gemütlich zu Hause bleiben und ich soll gehen. Aber Entschuldigung, was soll das denn heißen? Ich? Und mit wem, bitteschön? Heute ist Donnerstag, das Spiel ist schon übermorgen. Da finde ich niemanden mehr. Wer zahlt denn 40 Euro für so ein Spiel? Und noch was. Der Junge im Garten bei Tante Rosa, das warst doch du, oder? Und die Limo und der Kuchen und die lustigen Streiche und so, das weißt du doch noch, oder? Sie können aber gerne eine Nachricht hinterlassen. Jörg, hallo, hallo. Jörg? Jörg? Es kann doch nicht wahr sein. Du musst zu Hause sein. Deine Nachricht ist doch erst 5 Minuten alt. Wir müssen sprechen, hörst du? Jetzt sofort. Ich verstehe nichts mehr. Gar nichts. Was heißt das bitte? Der Sohn von deiner Freundin kommt auch. Er liebt Fußball und ich kann ihn gerne ins Stadion mitnehmen. Und wo soll der bitte schlafen? Auf dem Boden. Auf dem Boden. Nein, hier schläft niemand auf dem Boden. Verstehst du? Es gibt hier keinen Boden. Die Wohnung ist verdammt klein, das habe ich doch gesagt. Und was heißt bitte früher kommen? Jetzt ist doch schon Freitagabend. Morgen Vormittag oder was? Hey, das geht nicht. Absolut nicht. Tut mir leid. Unmöglich. Morgen Vormittag, da bin ich gar nicht hier. Da gehe ich einkaufen. Ich habe nichts zu Hause. Gar nichts. Sag mal, warum geht ihr nicht in ein Hotel? Ihr findet doch sicher was. Ganz bequem und intim. Da habt ihr Platz und eure Ruhe. Das ist doch eine gute Idee, oder? Ich meine, Familie schön und gut, aber wir kennen uns ja kaum. Wir waren Kinder.
Kinder. Hm? Und dann treffen wir uns am Abend. Gemütlich in einem schönen Restaurant. Ich lade euch ein. Ach Mist, da ist ja das idiotische Fußballspiel. Diese verdammten Karten. Moment. Ach Gott. Wie machen wir das? Ruf mich bitte noch heute Abend an. Egal wann. Wir müssen das besprechen. Bitte. Auch um 1 Uhr nachts. Hörst du? Auch um 6 Uhr morgens. Sie können aber gerne eine Nachricht hinterlassen. Jörg, ich bin es nochmal. Ich weiß, du bist nicht da, aber egal. Ich habe jetzt einen Plan. Also, ihr geht morgen ins Hotel. Definitiv. Basta. Ihr geht ins Hotel und ich gehe zu dem verdammten Fußballspiel mit dem Bengel. Das ist doch ein fairer Kompromiss. Hörst du, Jörg? So machen wir das. Ha? Einverstanden? Hey, du bist doch einverstanden. Ich mache das für euch, okay? Aber ihr geht ins Hotel, ja? Ihr kommt nicht zu mir. Direkt ins Hotel. Ist das klar? Das ist doch klar. Und am Sonntag können wir dann essen gehen. Hamburger mit Pommes oder so. Das mag doch der Junge. Wie eine richtige Familie. Einverstanden? Ach ja, und noch was. Das habe ich noch nicht kapiert. Du sagst, du hast als Kind nicht Fußball gespielt. Nie. Das kann doch nicht sein. Ich meine, bei Tante Rosa im Garten, wer war das dann? Und wo warst du? Ach Gott, jetzt klingelt es an der Tür. Ich mach mal schnell auf. Moment, ich bin gleich wieder da. Fröhliche Studenten. Pause, sage ich. 20 Minuten. Zu kurz, protestiert meine Klasse. Eine halbe Stunde, bitte, bitte. Also gut, bis 7:15. Aber dann pünktlich, wir haben noch viel vor. Danke, sehr nett, höre ich sie sagen und schon sind sie weg. Ich bin gar nicht nett, nur ich kann die halbe Stunde auch gut brauchen. Der Unterricht ist anstrengend. Alle sind müde. Ich auch. Endlich Pause. Dieser Sprachkurs ist wirklich stressig. Sommerintensivkurs. Jeden Tag 4 Stunden Deutsch. Hart für die Studenten, aber auch für den Lehrer. 4 Stunden Programm. Effektiv und attraktiv und mit viel Variation, bitteschön. Täglich ein bunter Nachmittag. Eine kleine Show mit Spiel und Spaß, das wollen die Studenten. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen heute das Perfekt. Akkusativ als Aperitif, die Inversion als Event. Aber tut mir leid, nicht alles kann Abenteuer sein. Es gibt auch Arbeit. So ist das. Heute ist es besonders schwierig. Alle sind kaputt. Niemand spricht, keiner hat Lust. Okay, es ist Freitag, fast Wochenende. Und draußen fast 30 Grad. Nicht das ideale Wetter für Deutsch. Aber gibt es ein ideales Wetter für Deutsch? Muss es regnen und kalt sein? Naja, egal. Jetzt ist erstmal Pause. Einen Kaffee und etwas Süßes, Koffein und Kalorien, dann kann es weitergehen. Ich gehe wie immer in die Cafeteria der Universität. Ich möchte alleine sein. Ich muss mich ausruhen. Aber manchmal kommt ein Student und fragt mich etwas. Das und das versteht er nicht. Das habe ich gern. Im Unterricht kein Wort, aber jetzt in der Pause kommen sie plötzlich. Aber natürlich antworte ich. Eine kleine Privatstunde und schon ist die Pause weg. Also verstecke ich mich meistens. Auf der Terrasse, hinter einer Zeitung. Ein Tisch ist noch frei, ich setze mich, ein Schluck Kaffee, ein Stück Schokolade. Das tut gut. Hinter mir sitzt eine ganze Gruppe, 6, 7 Leute. Aber nicht meine Klasse, zum Glück. Auch ich will keinen langweiligen Unterricht. Kommunikativ, interaktiv. Bitteschön, sehr gerne. Aber dann müssen Sie auch mitmachen. Eine Show ist nur so gut wie Ihr Publikum. Und Sie sind keine Anfänger.
Ich höre ein lautes Lachen hinter mir und drehe mich kurz um. Die Gruppe am Nebentisch, eine fröhliche Runde, das sieht und hört man. Die haben richtig Spaß, die lachen und quatschen und amüsieren sich. Wie schön, denke ich. Das gefällt mir, so muss das sein. Warum ist meine Klasse nicht so? Das sind doch auch junge Leute. Ich verstehe einige Worte. Konzert, WG, Seminar, Stundenlohn. Die Themen sind klar. Die Uni, die Jobs, die Freizeit. Lustige Anekdoten vom letzten Wochenende. Große Pläne für die Semesterferien. Ach ja, das schöne Studentenleben. Und dieser Kontrast zwischen Ihnen und meiner Klasse. Wir sprechen im Unterricht über die gleichen Themen. Das heißt, ich spreche, meine Studenten sagen ja fast nichts. Gut, ich weiß, es ist eine andere Situation. Es ist Pause. Sie reden in ihrer Muttersprache und es steht auch kein Lehrer vor ihnen. Das stimmt schon. Ich will nicht ungerecht sein. Auf jeden Fall tut das gut, diese Gruppe am Nebentisch. Ich glaube wieder an die Jugend und denke an meine Studentenzeit. Diese Freude, diese Lebenslust, dieser Enthusiasmus. Unsere Gespräche, unsere Diskussionen über Gott und die Welt, das ist Studieren. Ich möchte mich an Ihren Tisch setzen und diese Geschichten mithören und miterzählen. Noch einen Kaffee und noch einen. Blau machen und weiterreden und weiter trinken. Aber das geht natürlich nicht. Ich bin der Lehrer und muss zurück in den Kurs. Ich weiß, ich weiß. Aber vielleicht kann ich das meiner Klasse erzählen. Vielleicht provoziert sie das. Vielleicht wachen sie dann auf. Ich sehe auf die Uhr. Die Pause ist zu Ende. Schon seit 2 Minuten. Ich komme zu spät, aber das macht nichts. Ich bin jetzt wieder motiviert. Ich stehe also auf und will noch einmal meine Helden sehen. Jetzt erst bemerke ich es. Fast alle halten Handys in der Hand. Nur 2 haben keins. Und die sagen auch nichts. Frühstück. Herr Posen steigt aus dem Lift und betritt die Hotelhalle. Ein Blick zur Rezeption. Dort stehen schon einige Gäste. Schlüssel in der Hand, Koffer auf dem Boden, bereit zur Abreise. Herr Posen kommt näher, sieht auf das Regal hinter der Rezeption, wo die Schlüssel hängen und die Nachrichten stecken. Er schaut auf die Uhr, 8.35 Uhr. Er hat noch genügend Zeit. Er nimmt sich eine Zeitung von der Theke und geht in das Hotelrestaurant. Dort wird das Frühstück serviert. Ein Buffet, ein sehr gutes Buffet. Er weiß das. Er ist öfter hier. 1 oder 2 Mal im Monat. Er kennt auch andere Hotels in dieser Stadt. Alle nicht schlecht, aber das Atrium mag er besonders. Warum? Ist es das noble Design? Nein, das ist normal für ein 4-Sterne-Hotel. Auch das Publikum ist typisch. Geschäftsleute, manchmal ein Filmteam oder Musiker, selten Touristen. Die Lage ist gut, sehr zentral, aber so liegen viele Hotels hier. Wahrscheinlich ist es wirklich das Frühstück. Einfach exzellent. Er liebt dieses Ritual. Zuerst holt er sich ein Glas Orangensaft und 2 Croissants und setzt sich an einen Tisch am Fenster. Der Blick auf die Straße. Draußen die große Kreuzung, die Tristesse eines Wintermorgens, der Stress, der Lärm, die Hektik. Diese rastlose Menschenmenge durch das Hotelfenster ganz nah und doch so fern. Und hier drinnen diese angenehme Wärme und diese herrliche Ruhe. Wie gemütlich. Herr Posen beißt in sein Croissant. Er weiß, er ist privilegiert. Die Serviererin kommt mit 2 Kannen in der Hand. Guten Morgen, Kaffee? Fragt sie lächelnd. Ja, bitte, antwortet Herr Posen. Mit heißer Milch? Sehr gerne, vielen Dank. Er mag auch die Höflichkeit des Personals.
Er findet die Serviererinnen hier besonders freundlich. Und diese Freundlichkeit tut gut. Natürlich ist das ihr Job. Reine Routine. Trotzdem ist Herr Posen dankbar. Diese Arbeit ist nicht einfach. Manche Gäste benehmen sich unmöglich, nur weil sie Kunden sind und ihre Firma viel bezahlt hat. Herr Posen genießt das Frühstück. Jetzt noch etwas Salziges. Ein leckeres Brötchen mit Käse. Danach frisches Obst, dazu Joghurt und etwas Müsli. Noch ein Kaffee, noch ein Orangensaft. Dazu die Zeitung. Er liest einige Artikel und sieht sich die Sportresultate an. Die Serviererin kommt noch einmal, ohne Kannen. Entschuldigen Sie, sagt sie mit ihrem wunderschönen Lächeln, Ihre Zimmernummer noch bitte. Herr Posen faltet die Zeitung zusammen. 314, lächelt er zurück. 314. Er legt die Zeitung auf den Tisch und sieht auf die Uhr. Viel Zeit hat er nicht mehr. Er leert die Tasse und kratzt den Joghurtbecher aus. Dann sucht er in seiner Tasche. 2 50-Cent-Stücke. Er legt sie neben den Teller. Ein kleines Trinkgeld. Er geht zurück in die Hotelhalle, von dort nach draußen. Immerhin, die Sonne scheint jetzt. Auf der anderen Straßenseite sieht er noch einmal zurück. Wirklich ein schönes Hotel, das Atrium. Sein Lieblingshotel. Das Frühstück, das Personal, der Blick aus dem Fenster. Alles 5 Sterne. Über die Zimmer kann er nichts sagen. Er hat hier noch nie geschlafen. In 3, 4 Wochen kommt er wieder. Mein Haus ist dein Haus. Wir waren in den Ferien in Marokko. Marokko ist wunderschön. Und die Leute sind so nett und so gastfreundlich. Wirklich toll. Du gehst durch die Straßen, sie sehen dich und grüßen. Und schon beginnt ein Gespräch. Woher kommen Sie? Wie finden Sie unsere Stadt? Viele sprechen Englisch oder Französisch und manche auch Deutsch. Die Kommunikation ist kein Problem. Immer wollen sie helfen. Sie erklären dir gerne den Weg. Oft kommen sie auch mit und zeigen dir etwas. Den Markt, die Moschee, das Stadttor. Und dann laden sie dich ein. Nach Hause, zu einem Tee oder einem Essen. Sie stellen dir ihre Familie vor und du kannst gerne Fotos machen. Also wirklich, das ist Reisen. Faszinierend und so authentisch. Das Essen ist für uns natürlich sehr exotisch, so scharf. Aber man muss es mal probieren. Und dann schenken sie dir auch noch etwas. Souvenirs aus Marokko, eine Tasche, ein Tuch, einen Teller. Du musst nichts mehr kaufen. Das ist wirklich unglaublich. Sie sind so arm, aber sie geben und schenken alles und wollen nichts. Du willst sie einladen, bezahlen, aber das akzeptieren sie nicht. Du bist unser Gast. Mein Haus ist dein Haus. Das hört man die ganze Zeit. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Wieder die Arbeit im Büro, wieder der Alltag. Aber wir haben ja die Fotos. Einige hängen im Wohnzimmer an der Wand. Der Teller steht auf dem Küchentisch. Mit Obst. Und mit der Tasche gehen wir manchmal einkaufen. Unten im Haus wohnt übrigens auch ein Marokkaner. Schon ein paar Wochen oder Monate. Alleine, ohne Familie. Was macht er hier? Das wissen wir nicht. Wir treffen ihn manchmal im Korridor oder auf der Straße. Auch er grüßt freundlich. Auch er spricht wahrscheinlich ganz gut Deutsch. Aber er lädt uns nie ein.
Mein Haus ist dein Haus. Wir waren in den Ferien in Marokko. Marokko ist wunderschön. Und die Leute sind so nett und so gastfreundlich. Wirklich toll. Du gehst durch die Straßen, sie sehen dich und grüßen. Und schon beginnt ein Gespräch. Woher kommen Sie? Wie finden Sie unsere Stadt? Viele sprechen Englisch oder Französisch und manche auch Deutsch. Die Kommunikation ist kein Problem. Immer wollen sie helfen. Sie erklären dir gerne den Weg. Oft kommen sie auch mit und zeigen dir etwas. Den Markt, die Moschee, das Stadttor. Und dann laden sie dich ein. Nach Hause, zu einem Tee oder einem Essen. Sie stellen dir ihre Familie vor und du kannst gerne Fotos machen. Also wirklich, das ist Reisen. Faszinierend und so authentisch. Das Essen ist für uns natürlich sehr exotisch, so scharf. Aber man muss es mal probieren. Und dann schenken sie dir auch noch etwas. Souvenirs aus Marokko, eine Tasche, ein Tuch, einen Teller. Du musst nichts mehr kaufen. Das ist wirklich unglaublich. Sie sind so arm, aber sie geben und schenken alles und wollen nichts. Du willst sie einladen, bezahlen, aber das akzeptieren sie nicht. Du bist unser Gast. Mein Haus ist dein Haus. Das hört man die ganze Zeit. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Wieder die Arbeit im Büro, wieder der Alltag. Aber wir haben ja die Fotos. Einige hängen im Wohnzimmer an der Wand. Der Teller steht auf dem Küchentisch. Mit Obst. Und mit der Tasche gehen wir manchmal einkaufen. Unten im Haus wohnt übrigens auch ein Marokkaner. Schon ein paar Wochen oder Monate. Alleine, ohne Familie. Was macht er hier? Das wissen wir nicht. Wir treffen ihn manchmal im Korridor oder auf der Straße. Auch er grüßt freundlich. Auch er spricht wahrscheinlich ganz gut Deutsch. Aber er lädt uns nie ein. Schritte International 2 Kursbuch. Ein Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Max Huber Verlag. CD 2. Lektion 12. Der Kunde ist König. Folge 12. Ich liebe Sie. Das? Optiker? Ja, genau, Optiker. Optiker. Optik Weber, Sonnenstraße 12. Sonnenstraße 12? Hey, das ist doch gleich neben der Schule, oder? Na, das ist doch super. Optik Weber, guten Tag. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Arhonen. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Könnten Sie vielleicht meine Sonnenbrille reparieren? Sie ist kaputt. Tja, das kann ich nicht so einfach am Telefon beantworten. Dazu muss ich Ihre Brille erst mal sehen. Ja, natürlich. Wann könnte ich denn zu Ihnen kommen?
Wir haben bis 18 Uhr geöffnet. Aha, gut. Dann komme ich so in einer halben Stunde, ja? Gern. Also dann bis gleich. Auf Wiederhören. Wiederhören. Was meinen Sie? Kann man das reparieren? Naja, wissen Sie, das ist ziemlich viel Arbeit. Mhm. Und Arbeit ist teuer. Wie teuer? Na, ich denke 40 bis 50 Euro. Puh. Wollen Sie wirklich so viel Geld ausgeben? Für diese billige alte Sonnenbrille? Sehen Sie mal hier. Die sieht doch toll aus. Ja? Doch. Die ist sehr modern und passt viel besser zu Ihnen. So, finden Sie. Mhm. Und das Allerbeste ist der Preis. Sie kostet nur 29,90 Euro. Hier, bitte. Setzen Sie sie doch mal auf. Nein, nein, danke. Ich möchte lieber meine alte Brille. Das verstehe ich nicht. Warum denn? Wissen Sie, ich habe diese Sonnenbrille schon seit vielen, vielen Jahren. Aha. Für mich ist sie sehr wichtig. Mhm. Ich mag sie einfach. Ich möchte keine andere, okay? Ich liebe sie. Ja, ich verstehe. Also, wie lange brauchen Sie für die Reparatur? Naja, 1 bis 2 Stunden dauert das schon. Ab wann kann ich die Brille abholen? Sagen wir, ab 14 Uhr. Wir haben bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. Gut, dann komme ich so um 1:15. Hey, super! Die sieht ja fast wie neu aus. Mhm. Das haben Sie wirklich sehr gut gemacht. Ach, vielen Dank. Und hier ist Ihre Rechnung, bitte. Mhm. Was? Nur 25 Euro? Aber Sie sagten doch... Ich weiß, ich sagte 40 bis 50 Euro. Aber bei der Arbeit hatte ich dann eine tolle Idee. Eine Idee? Hier. Hä? Singen Sie. Wie? Würden Sie mir bitte ein Lied vorsingen? Aber... Okay. Hey Mann, ist vielleicht deine Brille kaputt? Deine Brille kaputt, deine Brille kaputt. Dann geh zu Frau Weber und alles ist gut. Alles ist gut, hey, alles ist gut. Sie hat bei der Arbeit die besten Ideen. Die besten Ideen, ja, die besten Ideen. Geh zu Frau Weber, du wirst es schon sehen. Du wirst es schon sehen. Du wirst es schon sehen. Schritt A, A2. Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Namen von Fischerreisen begrüße ich Sie ganz besonders herzlich hier in der schönen Mozartstadt Salzburg. Mein Name ist Petra Kastelitz. Ich möchte Ihnen jetzt gerne unser Programm für morgen vorstellen. Ach ja, hat jemand Fragen? Sie können jederzeit gerne Ihre Fragen stellen. Also, wir frühstücken morgen um 8 Uhr hier drüben im Frühstücksraum. Bitte? Eine Frage? Bitteschön.
Meine Frau und ich schwimmen vor dem Frühstück gerne. Und, Sie können vor dem Frühstück gerne noch schwimmen. Es gibt ja ein schönes, großes Schwimmbad hier im Hotel. Sie finden es im Erdgeschoss links. Und es ist schon ab 6.30 Uhr geöffnet. Ja, danke. Beim Frühstück bekommen Sie einen Stadtplan von Salzburg. Nach dem Frühstück machen wir dann eine Stadtrundfahrt mit dem Bus. Und nach der Stadtrundfahrt haben Sie eine Stunde Freizeit. Bitte, Frau Kastelitz? Ja? Und wann gibt's das Mittagessen? Das Mittagessen ist um 13.30 Uhr hier im Hotelrestaurant. Beim Mittagessen bekommen Sie schon die Opernkarten für den Abend. Nach dem Mittagessen machen wir einen Ausflug nach Schloss Hellbrunn. Und nach dem Ausflug besichtigen wir Mozarts Geburtshaus. Das Abendessen ist um 18 Uhr wieder hier im Hotel. Oh, danke schön. Nach dem Abendessen besuchen wir die Oper. Wir sehen Mozarts Don Giovanni. Nach der Oper können Sie einen Spaziergang zum Hotel machen. Wer möchte, kann aber auch mit dem Bus fahren. Frau Kastelitz? Ja? Wie lange ist denn das Schwimmbad geöffnet? Bis 23 Uhr. Ah. Meine Damen und Herren, ich hoffe, das Programm gefällt Ihnen. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht und wir sehen uns dann morgen beim Frühstück wieder. Wer noch Fragen hat? Frau Kastelitz? Ja? Schritt B, B1, A. Ja, natürlich. Wann könnte ich denn zu Ihnen kommen? Wir haben bis 18 Uhr geöffnet. Aha. Gut. Dann komme ich so in einer halben Stunde, ja? Gern. Also dann, bis gleich. Auf Wiederhören. B. Ab wann kann ich die Brille abholen? Sagen wir, ab 14 Uhr. Wir haben bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. Gut. Dann komme ich so um 1:15. Schritt B, B2, A. Wie lange brauchen Sie denn für die Reparatur? Bis morgen. Sie können den Fotoapparat ab 17 Uhr abholen. B. Das Licht funktioniert nicht mehr. Können Sie einen Techniker schicken? Ja, er ist in einer Minute da. Na Gott sei Dank. Schritt C, C1, A. Könnten Sie vielleicht meine Sonnenbrille reparieren? Sie ist kaputt. Tja, das kann ich nicht so einfach am Telefon beantworten. Dazu muss ich Ihre Brille erst mal sehen. B. Guten Tag. Ich möchte bitte Herrn Graf sprechen. Würden Sie vielleicht einen Moment warten? Herr Graf telefoniert gerade. C. Hier darf man nicht rauchen. Machen Sie die Zigarette aus. Ja, ist ja schon gut. Schritt E, E1. 1. Guten Tag, hier spricht Eva Schmeller. Ich möchte gern für morgen Freitag einen Tisch für 4 Personen reservieren. Wenn möglich einen ruhigen Tisch am Fenster. Danke und auf Wiederhören. Zwei. Guten Tag, Herr Winter. Hier ist die Autovermietung Laufer. Sie haben bei uns ein Fahrzeug reserviert. Sie können das Auto morgen ab 8.30 Uhr hier abholen. Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie das Auto morgen nicht holen können. Auf Wiederhören. Schritt E, E3, 1. Guten Tag.
Sie sind verbunden mit dem Ticketservice der Berliner Theater. Unsere Bürozeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Bitte rufen Sie während der Bürozeiten an oder sprechen Sie nach dem Signalton eine Nachricht aufs Band. Guten Tag, hier spricht Frau Wagner vom Hotel Alte Post. Für Samstag um 19 Uhr möchten wir bei Ihnen 3 Konzertkarten auf den Namen Junghans reservieren. Falls das nicht möglich ist, rufen Sie doch bitte unter der Berliner Nummer 33778654 zurück. Vielen Dank. Zwei. Hallo, hier spricht Alfons Bauer vom Hotelrestaurant in der Alten Post. Leider bin ich momentan nicht zu erreichen. Sie können aber nach dem Piepton eine Nachricht auf Band sprechen. Ja, guten Tag, Herr Bauer. Hier ist Gisela Wagner von der Rezeption. Herr Bauer, eine kurze Info fürs Restaurant. Am Dienstag kommt spätabends noch eine Reisegruppe mit 10 Personen an. Die Leute möchten gern um 23 Uhr noch warm essen. Können Sie bitte den Koch informieren? Vielen Dank und auf Wiederhören. Drei. Dies ist der Anschluss von Matthias Langer. Ich bin momentan leider nicht erreichbar. Sie können mir aber gerne eine Nachricht auf Band sprechen. Wagner hier vom Hotel Alte Post. Nächsten Samstag haben wir hier eine Geburtstagsfeier und die Gäste suchen einen Musiker. Sie möchten gerne Jazzmusik haben. Haben Sie vielleicht am Samstag Zeit? Bitte melden Sie sich möglichst bald bei mir. Meine Telefonnummer wissen Sie ja. Vielen Dank und auf Wiederhören. Zwischenspiel 12. Haus Märchenprinz, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich möchte Schloss Neuschwanstein besichtigen und... Da sind Sie bei uns genau richtig. Neuschwanstein ist ja gleich um die Ecke. Wie bitte? Das Schloss ist ganz in der Nähe. Ach so, ja. Und was kosten die Zimmer? Möchten Sie ein Einzel- oder ein Doppelzimmer? Ein Einzelzimmer, bitte. Das Einzelzimmer kostet mit Frühstück 89 Euro pro Nacht. Wie? Was haben Sie gesagt? 89 Euro inklusive Frühstück. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Hallo? Sind Sie noch dran? Lektion 13. Neue Kleider. Folge 13. Ein Notfall. Oh, guck mal, Timo. Die Hose da. Die ist toll. Du, Anja, es ist schon 13 Uhr. Ach komm, eine Hose, das geht ganz schnell. Sag mal, musst du nicht arbeiten? Ja, aber erst um 2. Das schaffen wir doch leicht. Na, bist du sicher? Natürlich. Los, komm, wir gehen rein. Super. Die Hose gefällt mir. Und dir? Ich weiß nicht. Der Gürtel ist schön, aber... Doch. Die Hose ist auch sehr schön.
Die steht dir wirklich sehr gut. Naja, aber sie passt nicht zu dem T-Shirt. Das stimmt. Warte, ich bring dir ein Hemd. Na also, mit Hemd siehst du gleich viel besser aus. Findest du? Aber ich... Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie auch schicke Jacken? Natürlich. Ich zeige Ihnen welche. Einen Moment bitte. Jacken? Na klar. Zur neuen Hose brauchst du eine neue Jacke. Ja, aber... Hier, sehen Sie mal. Gefällt Ihnen die? Welche? Diese hier. Ich weiß nicht. Nein, die gefällt uns gar nicht. Und diese? Oh, die sieht ziemlich teuer aus. Nein, die ist auch nichts. Solche Jacken stehen dir nicht. Tja, tut mir leid. Andere Jacken haben wir im Moment nicht. Haben Sie Pullover? Ein Pullover, eine Hose, ein Hemd. Ach, toll sehen Sie aus. Sehr schick. Ihre Frau hat einen sehr guten Geschmack. Es ist nicht meine Frau. Und ein Gürtel. Das macht dann zusammen 228,95 €. Schon 14.30 Uhr. Anja, wo ist sie denn? Hallo, Frau Bertram. Hier ist Anja. Ja, es ist schon 2:30, ich weiß. Tut mir leid, aber ich habe hier einen Notfall. Einen Notfall? Es kann auch bis 4 oder 4:30 dauern. Bis 4:30? Ja? Okay, super. Also bis nachher. Tschüss. Was denn für ein Notfall? Na, wir brauchen doch noch eine neue Jacke für dich, oder? Was? Ach ja, da fällt mir noch was ein. Noch was? Was denn noch? Timo, welche Schuhgröße hast du eigentlich? Nein. Schritt A, A1. Oh, sieh mal, die Hose da. Die ist toll. Und den roten Pullover finde ich auch sehr schön. Und das Hemd? Wie findest du das? Das gefällt mir ganz gut. Und 29 €, das ist günstig. Und die Jacke, sieh mal. Die kostet nur 50 €. Das ist auch sehr günstig. Und wie gefallen dir die roten Schuhe da? Ich und rote Schuhe? Nein, das geht nicht. Schritt A, A2. A. Sieh mal, der Rock. Der ist super. Und das Kleid? Das ist sehr schön. B. Wie findest du den Mantel? Den finde ich langweilig. Und den Rock? Den finde ich toll. Schritt B, B2. Und? Wie gefällt Michael das Hemd? Sehr gut, danke. Und die Größe? Passt ihm das Hemd? Ja, Mutti. Die Größe ist genau richtig. Schritt D, D1, A. Sehen Sie mal, gefällt Ihnen die? Welche? Diese hier. Ich weiß nicht. B. Welcher Pullover gefällt dir? Dieser.
C. Sieh mal, das Hemd. Das finde ich schön. Welches? Dieses hier. Schritt D, D2. Meine Tasche ist weg. Ich suche meine Tasche. Dann schauen Sie einmal hier. Oh, wie schön. Da ist sie ja. Welche Tasche gehört Ihnen denn? Diese dort. Lektion 14. Feste. Folge 14. Das müssen wir feiern. Guck mal hier. Was ist denn das? Das habe ich heute auf dem Küchentisch gefunden. Hey, das ist ja toll. Das freut mich für ihn. Mich auch. Das müssen wir feiern, findest du nicht? Ja, aber wie? Wie? Pass auf, ich habe da eine Idee. Deine Idee finde ich super, Corinna. Ja, das ist schön. Kommst du auch? Natürlich, ich komme gern. Aber wann? Geht's bei dir am Freitag? Diesen Freitag? Ja. Das ist Freitag, der 17., ja? Genau. Um wie viel Uhr? Am späten Nachmittag. So ab 5 vielleicht. Ja, das geht. Freitagnachmittag. Wochenende. Ein See. Schönes Wetter. Was braucht man mehr? Oh, gar nichts. Du sag mal, wollen wir ein Boot mieten und ein bisschen auf dem See herumfahren? Ein Boot? Ja, das macht Spaß. Meinst du? Na sicher. Ich möchte aber lieber in der Sonne liegen. Ach, komm schon. Ich lade dich ein. Na schön. Du, Anton? Ja? Da ist noch ein Boot. Ja, wirklich? Hey, hörst du nicht, Anton? Du sollst aufpassen, da ist noch ein Boot. Ein zweites Boot? Wo denn? Na da, hinter dir. Siehst du es denn nicht? Achtung! Hallo! Vorsicht! Huch! Was ist denn das? Das sind ja Anja und Corinna. Wir gratulieren. Warum denn? Das hast du gut gemacht. Ja, was denn? Wir gratulieren zum Deutschzertifikat. Hey, wer hat euch denn das gesagt? Du selbst. Ich? Ja, du. Denn du hast das Ding in der Küche vergessen. Ach so. Hier, guck mal. Wir haben es für dich eingerahmt. Vielen Dank. Den Rahmen habe ich gekauft. Aha. Und? Wie findest du ihn? Der sieht echt toll aus. Hoppla. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Also nochmal, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Timo. Vielen Dank. Das ist sehr lieb. Wird das noch ein Happy End? Was meinst du? Ich denke schon. Vielleicht? Ach, keine Ahnung. Thank you.
Schritt A, A1. Geht's bei dir am Freitag? Das ist Freitag der 17., ja? Genau. Schritt A, A3, A. Sieh mal, ein Brief von Michael und Katrin. Von denen haben wir ja schon ewig nichts mehr gehört. Was schreiben sie denn? Oh, liebe Anne, lieber Florian, wir trauen uns. Am 14. Juni wollen wir den großen Schritt wagen. Die Trauung ist um 11 Uhr im Standesamt Ebersberg. Die Hochzeitsfeier findet anschließend im Gasthaus Klostersee statt. Wir hoffen, ihr kommt, Katrin und Michael. Wahnsinn! Das gibt's nicht. Die heiraten. B. Weber? Hallo, Jürgen. Hier ist Stefan. Hallo, Stefan. Wie geht's? Danke, gut. Naja, eigentlich eher nicht so gut. Ich zieh doch um am Samstag. Und vielleicht hast du Zeit und könntest mir helfen. Oh, Samstag, Samstag. Was ist denn das für ein Datum? Der 23. Warum? Ach, der 23. Wusste ich doch, dass am Samstag was war. Du, da hat meine Mutter ihren 60. Geburtstag. Das geht leider nicht. Schade, schade. Aber, tja, kann man nichts machen. C. Du, hör mal. Silvia hat nächste Woche Geburtstag. Wir sind eingeladen. Da brauchen wir doch noch ein Geschenk. Ach, wann ist denn der Geburtstag? Am Samstag. Das ist der 11. Was? Am 11. April? Mann, da spielt doch Schalke gegen Hertha. Ich wollte doch unbedingt das Spiel sehen. D. Hallo. Hier ist der Anschluss von Jutta Klein. Im Moment bin ich leider nicht zu Hause. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Hallo Jutta, hier ist Alex. Vielen Dank für die Einladung zu deiner Grillparty. Ich kann leider nicht kommen, denn ich bin vom 12. bis zum 30. August in Urlaub. Tut mir leid, aber wir sehen uns im September mal, okay? Bis dann! Schritt B, B1, A. Wollen wir ein Boot mieten und ein bisschen auf dem See herumfahren? Ich möchte aber lieber in der Sonne liegen. Ach, komm schon. Ich lade dich ein. B. Pass auf, da ist noch ein Boot. Wo denn? Na da. Siehst du es denn nicht? C. Hier, guck mal. Wir haben das Zertifikat für dich eingerahmt. Vielen Dank. D. Den Rahmen habe ich gekauft. Aha. Und? Wie findest du ihn? Der sieht toll aus. Schritt E, E3. A. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag viel Glück. B. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal